und setzen unseren Weg fort. Wir speichern mal erstmal. Nicht, dass wir hier noch drauf gehen oder so. Also ich bin mir sicher, eigentlich müssten wir ins nächste Dorf. Okay, wir haben schon wieder nicht mit dem Djinn verbündet. Zum Glück wieder schwache Gegner. Dreimal so ein Geist oder sowas, das wäre schon ein bisschen heftig. So, Djinns. Djinns können überall lauern. Sie können auf der Weltkarte sein, in so einem Baumgebiet hier. Sie können in irgendeiner Stadt sein. Sie können in irgendeiner Art Dungeon oder Höhle sein. Hier ist keiner. Okay. Ob wir die Beißmaus alleine kaputt kriegen? Kriegen wir. Dann sollte der Auto reichen. Oh, ein kritischer Treffer. Macht fast so viel Schaden wie Kiesel. Das ist doch ganz nett. Wieder verbinden. Dann wird da in dem kleinen Ding auch kein Djinn drin sein. Die Höhle schauen wir uns gleich an. Ledermaus und Blender. Kiesel und Angriff. Klingt so lustig, wir beschmeißen ihn mit kleinen Kieseln, aber Kiesel haut doch echt ordentlich rein. Macht auf jeden Fall sogar mehr Schaden als ein kritischer Angriff, wie wir gerade gesehen haben. Oh, oh, wir müssen Garrett heilen, damit gar nicht drauf geachtet. Schnell, schnell, Heilung. So, der ist voll. Wir sind auch so gut wie voll. Das ist gut, vielleicht nochmal speichern. Ich meine, wir laufen hier jetzt, wer weiß wohin. Und waren nicht mal in der zweiten Stadt. Gut, wir waren bei Lunpa, da sollten wir wahrscheinlich gar nicht hin, wie man gesehen hat. Aber sicher, sicher. Nur ah, okay. Jetzt haben wir tatsächlich Glück gehabt, dass wir uns noch nicht verbündet haben. Eine Flamme danach sollte reichen. Bei drei Gegnern ist es dann doch ganz gut, dann die Blechenschadenseffekte machen zu können, ohne dass es uns Energie kostet. Hoffentlich erholt sich der Djinn schnell. Da war's. Klicken und ich glaube auch nicht, dass hier hinten noch ein Djinn ist. Nein. Gut, dass Kiesel wieder bereit ist. Oh ja. Wegen dem Kieselangriff grollt er uns ganz schön. Okay, die KP sehen noch soweit gut aus. Wir müssen noch nicht heilen. Wir verbünden Kiesel wieder. Irgendwie nach jedem Kampf, oder? Ja, momentan jedenfalls. Wir haben auch noch keine weiteren Djinns. Wir laufen jetzt erstmal zur nächsten Stadt. Kiesel und Angel. Wofür grollen die Garret denn? Er hat ihnen noch gar nichts getan. Dann war ich da noch aus. Die hauen uns aber gleichmäßig runter. Agaret sollten wir auf jeden Fall heilen. Ein Öltropfen. Gefunden. Ich reite. Heilung. Ja, wir riskieren es mal, bei uns noch einen Kampf durchzustehen. Pilz, Beißmaus, Beißmaus. Der hier. Feuer. Vielleicht macht der Feuer dem Pilz ja, weil er ein Pilz ist, ein bisschen mehr Schaden. Deswegen. Warum macht er denn sowas? KP sind wieder hergestellt. 42, das ist nett. 20 ist nicht viel, 20 reicht auch nicht. Und sie okay. Schützen sich beide. Er ihn und er ihn. Schützt dich wieder. Okay, ich wollte schon meckern und mich beschweren, dass er den Angriff überlebt hat. Und für sie. Das Dorf war hier, oder? Auf
weiter. Jo, ah, da, da ist das Dorf. Sehr schön. Wir sehen noch okay aus. Speicher nochmal. Ah, okay. Wir sind zwar von oben reingekommen, aber ist gut. Scheuche uns unten raus. Wir können keine Sekunde länger an einem so gefährlichen Ort bleiben. Wir kehren sofort nach Carlisle zurück. Ja, was hat das mit uns zu tun? Haha, ja, das haben wir vorhin schon gesehen. Da waren wir schneller als ihr. Meister Hamlet, okay, ich dachte immer Meister Hamlet. Für mich bleibt es Meister Hamlet. So. Ah, nein, nein, ich habe mich... Oh Mann, ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Meister Hamlet, wir können nicht weiter nach Süden fahren. Die Brücke ist zerstört. Wie, die Brücke? Na, so ein Übel. Das ist fürchterlich. Wie sollen wir jetzt nach Carlisle kommen? Meister Hamlet, ich mache mir Sorgen, weil wir Ivan zurückgelassen haben. So gern ich Ivan auch habe, es war seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Und seine merkwürdigen Kräfte werden ihm helfen, den Stab wiederzufinden. Ivan hat merkwürdige Kräfte? Ist das der Vulkanausbruch? Das rumst ja... Uiuiui, gewaltig. Das war ein Eisbrocken, oder? Das kann doch nicht vom Vulkan kommen. Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort wieder verlassen. Aber wohin? Wohin sollen wir gehen? Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren in Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fahren, landen wir in Lunpa. Immer noch besser, als von Felsbrocken erschlagen zu werden, oder? Lumpa. Da, wo die Lumpen wohnen. Lump. Die Karawane zieht weiter. Oh Mann. In Wold. Wold. Einigen wir uns auf Wold. Willkommen in Wald, die Stadt im Herzen von Angara. Angara ist dann offenbar der Kontinent, auf dem wir uns befinden. Eine Kiste. Erstmal plündern. So, was gibt's da drin? Ein Fass. Das fasse ich ja nicht. Nichts drin. Top. Ja, sehr schön. Topfschlagen hat sich gelohnt. Dieser Felsbrocken wurde vom Vulkan bis hierher geschleudert. Das war doch kein Felsbrocken, das war irgendwie Glas oder Kristall oder Stein. Sieht er nicht eigenartig aus? Er funkelt wie ein Edelstein. Ja, das will ich wohl meinen. Wären diese Brocken Edelsteine, wären wir steinreich. Ja, Steine, steinreich. Wir gucken lieber noch rein, falls doch noch was drin ist. Da geht's raus. An ihr kommen wir nicht vorbei. War der Ausbruch des Alefbergs nicht unglaublich? Doch, ich kann's glauben. Aber ja. Ich war so von Angst erfüllt, dass ich tagelang keinen Schlaf gefunden habe. War der nicht unglaublich? Nein. Du bist vielleicht mutig. Nicht mal ein aktiver Vulkan erschreckt dich. Ja, nö. Wir waren noch mittendrin, ne? Kinder. Und in den Brunnen rein? Wir stieren in den Brunnen. Du kannst das Wasser rauschen. Ivan, dieser arme Kerl, sie haben ihn beim Bürgermeister zurückgelassen, damit er nach dem gestohlenen Stab suchen kann. Apropos Bürgermeister, in unserem Heimatdorf haben sie uns gesagt, das wäre unhöflich, wenn man in einem Dorf, das man erreicht, dem Bürgermeister, jetzt habe ich es, keinen Besuch abstattet. Bürgermeister. So, und du? Die Karawane von Meister Hamlet hat gleich nach dem Ende des Ausbruchs die Stadt verlassen. Ich glaube, der Vulkan hat ihn ganz schön erschreckt. Ja, das glaube ich auch. Du bist ein Abenteurer, oder? Nein. Oh, solange ihr seid, solltet ihr unbedingt unser Heiligtum besuchen. Ja. Es ist beeindruckend zu sehen, dass Jugendliche wie ihr auf eine so gefahrvolle Reise gehen. Okay. Das Heiligtum besuchen. Der Heiler macht sich sicher Sorgen, weil... Oh, gar nichts. Das ist so... Das ist euer... Das ist nicht euer Problem. Hallo Heiler. Solange ihr ein reines Herz habt, werden wir euch gerne helfen. Ja gut, rein ist... rein was, ja? Rein ist relativ. Waren wir da drin? Ja, hier waren wir nicht drin. Die Holzkiste, der Topf. War klar.
hasse ich ja nicht. Ja, geht. Ja, der Starter so rauf. Ist aber nichts drin. Mein Nachbar verursacht mir Gänsehaut. Er hat immer dieses mierige. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Grinsen im Gesicht. Was für ein Nachbar. Sky untersucht das Fass. Oh, 4 Münzen. Sehr schön. Die Holzkiste. Ey, du da, macht es Spaß, neue Orte zu entdecken? Nein. Bleib, wo du bist, Junge. Und wenn es keinen Spaß macht, warum pustest du es dann? Wir müssen. Wir wurden gezwungen von unserem Priester. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Abenteurer werden und in einem Zelt übernachten. Ja, wer möchte denn in einem Zelt übernachten, wenn er groß ist? Na klar, so, Camping und sowas hat mal was für sich, aber wer möchte denn grundsätzlich in einem Zelt übernachten? So, Oma und du? Diese Reisenden sind sehr überstürzt wieder aufgebrochen. Es schien beinahe so, als wären sie auf der Flucht gewesen. Hast du sie unterwegs gesehen? Natürlich nicht. Oh, vielleicht sind sie früher abgereist, als ich es mir dachte. So. Hast du sie unterwegs gesehen? Ja. Nein, nicht Meister Hamlet. Es war eine Gruppe von 2 Männern und 4 Frauen. Nee, Moment, 2 Frauen und 4 Männern. Jenna und Mimi. Oh Gott. Menadi, genau. Sind Frauen. 4 Männer. Saturos, Felix, Raden. Ah, genau. Und der blaue Typ. Hatten wir seinen Namen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Sie waren schon ein wenig eigenartig. Das junge Mädchen und der ältere Mann sahen so aus, als wären sie nicht gerne mit den anderen unterwegs. Ja. Kann ich mir vorstellen. Schauen, ob wir hier in dem Inn noch etwas finden. Die Gäste vom ersten Stock waren während des Ausbruchs nicht auf ihrem Zimmer. Wir haben danach den Raum durchsucht, konnten aber nichts finden. Ja, ich will. Genau. Und die da. Siehst du aus wie ein Fass, oder? Ja, du siehst aus wie ein Fass, aber du bist kein Fass. Ich wollte das Fass anreden. Untersuchen. Diese 3 Fremden haben den Besitzer des Gasthofs und seine Frau ganz schön hinters Licht geführt. Sie glauben wohl, sie könnten damit durchkommen. Ja. Sicher auch nicht. Sky, Minze. Ja, Minze, das ist eins von den Items, die ich erwähnt habe. Oh, Pusse. Dich wollen wir nicht. Niemand mag dich. Kusch dich. Ja. Die schauen wir uns jetzt mal an. Minze, hebt Schnelligkeit an. Jo, ist definitiv was für Guard. Schnelligkeit 13 und 25, ihr seht es bereits. 17, das ist etwas. Holzkiste, Töpfe. Ein Fass. Das schlägt dem Fass doch glatt den Boden aus. Okay, der sieht ein bisschen krank aus. Wir haben gar nichts getan. Wenn du einfach so mir nichts, dir nichts, Leute beschuldigst, musst du eine schreckliche Person. Wie sowas beschuldigen. Hä? Wegen was beschuldige ich euch? Dieser junge Ivan, er macht mir Gänsehaut. Er kam einfach und hat meinen Arm gepackt. Ich habe ihn wieder abgeschüttelt, weil ich mich in seiner Gegenwart einfach nicht wohlfühlte. Wegen was sollten wir die beschuldigen? Dass die krank aussehen? Ja. Hat bestimmt irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder so durch den Koch vom Inn. Hatten wir das Zeug schon? Ich glaube ja. So, erstmal ins Geschäft. Und es ausplündern, muss natürlich sein. So, hast du irgendwas? Artefakte. Haben wir nicht viele Raritäten. Aber nicht viele heißt doch, dass ihr welche habt. Na gut, was soll's. Jo, Opa, was geht? Irre ich mich oder fehlt mir etwas? Ich weiß nicht, dein Verstand? Seit dem Ausbruch fragt sich Großvater, ob wir bestohlen worden sind. Er weiß nicht mal, dass wir nichts besitzen, was man uns stehlen könnte. Das prüfe ich einmal kurz nach. Doch, ihr habt eine Schlafbombe. Gehabt. Gehabt. Wie gehabt, haben wir das an uns genommen. So. Auf 45, das ist doch nett. Weg mit der Schlafbombe.
470 Münzen ist doch auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, in dem Chaos während des Vulkanausbruchs sind einige Leute beraubt worden. Schon die zweite, die das sagt. Sky untersucht das Fass, kann aber nichts finden. Ja. Und die im Gasthaus meinten, also dieser kranke Typ, dieser krank aussehende Typ meinte, wir würden ihn beschuldigen. Ja, wahrscheinlich sind das die Diebe. Fass. Kiste, wie auch immer, Fass. Diese Schwerter da drin, eigentlich sehen diese Kiste und dieses Fass aus, als wären das irgendwie Pflanzen. Habe ich wohl auch immer gedacht, dass das irgendwelche Pflanzen sind, die da rauswachsen. Nein, das sind Schwerter. Hier war der Waffenhain, ne? Genau. Wenn dir das auffällt, musst du ein wahrer Kenner sein. Was darf es sein? Ah, magischer Stab. Ein Fesseldüstern ist unser erstes Artefakt, was wir uns kaufen könnten. 180 Münzen könnten wir uns sogar leisten, aber niemand kann es tragen. Kaufen. Langschwert haben wir. Kurzschwert brauchen wir nicht. Streitaxt. Das wäre deutlich besser. 11 Angriff mehr und 10 Angriff mehr. Noch ein. Waren wir eigentlich in dieser. Wir waren gar nicht in dieser Höhle drin, oder? Kurzschwert. 280 Minuten. Ja, komm, wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Das ist schon ordentlich. Gleich anlegen, ja bitte. 150 Münzen für Langschwert. Machen wir. Als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Spieleticket geben. Nehmen wir. Gareth, bitteschön. Ein Wunsch. Ja, eine Streitaxt, bitte. Können wir uns gerade noch leisten. Sehr gut. Ja, bitte gleich anlegen. Wir sehen verwegen aus, klar. Langschwert verkaufen. Machen wir. Noch ein Spieleticket. Nehmen wir dankend an. Freut Gareth sich immer drüber. Nee, mehr nicht, danke. Wir schauen hier auch nochmal in die Artefakte rein, aber wir können uns sowieso nichts leisten. Und sie sind auch ausverkauft, okay. Okay, da verlassen wir das Dorf wieder. Wir sind doch von oben reingekommen. Warum macht ihr sowas mit uns? Ja. Hier, den Opa hatten wir noch nicht. Meister Hamets Diener kann erst wieder nach Alai zurückkehren, wenn er den Stab wieder gefunden hat. Und dann rubbelt er den Stab und kehrt auf magische Weise zurück, oder? Eine Nuss. Da war noch so ein Hain. Ich will erstmal kurz hier runter gucken, was da noch so ist. Nein, den nehmen wir auf dem Rückweg mit. Da packen wir rüber, sehr schön. Niemand begeht unter meinen wachsamen Augen einen Diebstahl. Wir wissen, dass die Diebe nicht von hier sind. Die müssen von außerhalb gekommen sein. Müssen wir bestimmt. Hier unten ist nichts. Was haben wir hier oben? Eine Kiste. Sky untersucht die Holzkiste, kann aber nichts finden. Natürlich können wir nichts finden. Oh, da hinter dem Baum. Seht ihr das? Ein Djinn. Der wertvolle Stab von Meister Hamid, einem reichen Ladenbesitzer und Händler aus Kalai, wurde gestohlen. Er war deswegen sehr aufgebracht. Oh, eine Glocke. Okay. Der Djinn ist da oben. Wir müssen irgendwie aus dieser Höhle rauskommen. Wuff. Wuff, wuff, wuff. So, den krank aussehenden Typen hier haben wir. Beschuldigst du uns etwa, Meister Hamid Stab gestohlen zu haben? Nein. Ha, sicher. Ich wusste, dass du zu clever bist, um irgendwelchen Gerüchten Glauben zu schenken. Aber das waren nicht wir. Wir wissen nicht mal, was überhaupt gestohlen worden ist. Das hast du doch gerade gesagt. Meister Hamid starb. Siehst du schon wieder? Ja. Hey, nur weil wir neu in der Stadt sind, heißt das noch lange nicht, dass wir ein Haufen von Dieben sind. Als Haufen habe ich euch auch nicht bezeichnet. Du siehst zwar aus wie ein Haufen, aber abgesehen davon kannst du gar nichts beweisen. Ja, noch nicht. Hallo Bürgermeister. Jetzt rauben wir sie erstmal aus. Dann kriegen auch die anderen die Schuld dafür. Du hast schon Münzen und Schlafbombe und sowas gefunden, ne?
Der Bürgermeister hier sieht aber aus wie Gareths Vater. Der sieht genau gleich aus. Ist das so? Sehen Bürgermeister immer gleich aus? Ivan verfügt über große Kräfte. Würdest du nicht auch gerne wissen, welche Art sie sind? Ja. Auf keinen Fall, das ist unser Geheimnis. Willst du nicht wissen? Nein. Sag nichts, was du nicht ehrlich meinst, denn Ivan würde es sofort herausfinden. Wenn ich nur ein wenig älter wäre, könnte ich Ivan helfen. Oh. Ey, ich wollte den Fass... Er hat jetzt einen Geistgläser gemacht. Ja, ich besitze seltsame Kräfte. Geistgläser, jetzt bei uns. Ihr besitzt sie auch, nicht wahr? Ja. Wie, meine Kräfte nennt man Synergy? Das wusste ich nicht. Wir haben so viel gemeinsam. Ich fühle, dass ich euch vertrauen kann. Wieso, weil du auch ein Freak bist? Oder Adept? Ich habe ein Problem. Der Stab von Meister Hamlet wurde gestohlen. Würdet ihr mir helfen, den Stab meines Meisters zu finden? Ja. Ach so. Ist der Ivan, ne? Vielen Dank. Mit eurer Hilfe kann ich den Stab sicherer wiederfinden. Eure Namen sind... Typmann, du kannst doch mit uns reden. Sky und Gareth. Ich bin Ivan, der Schreckliche. Freut mich, euch kennenzulernen. Nein, Ivan darf man nicht so eine Stimme geben. Meine Fähigkeit, Gedanken zu lesen, hat euch ganz schön erschreckt, oder? Ja, aber was heißt erschreckt? Ich würde auch nicht wollen, dass man mir in den Gedanken rumwühlt. Bin ich wirklich? Ist meine Gabe denn so erschreckend? Ja. Ivan und Sky fassen sich an den Händen. Meine Gedanken. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Ivan. Was für Gedanken? Also Gareth, ganz ehrlich, der sagt auch immer, was ihm einfällt. Also was ihm gerade einfällt. Seine Gedanken in seinem Kopf ist doch einfach nur so eine Blechdose, wo so eine komische Murmel drin rumrollt, oder? Ich meine, ich mag Gareth. Ich mag ihn wirklich, aber...